Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht es mal wieder um den Pfeiltest und heute geht es um was Actionreiches, Stock und Stein und in die Pfanne hauen. Alles zusammen in einer Folge. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Heute ist Stock und Stein dran. Das heißt, wir schießen auf Holz und auf Steinzeug bzw. Feinsteinzeug und auf eine Pfanne, weil wir hauen die Teilnehmer am Ende in die Pfanne. Mir ist ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass es dabei nicht darum geht, dass wir irgendwie gucken wollen, wie tödlich ist ein Pfeil oder wie viel Schaden kann der anrichten. Nein, es geht darum, wir wollen gucken, wie haltbar sind die Pfeile und was halten sie im Extremfall aus. Natürlich muss man eigentlich im Normalfall damit rechnen, dass wenn man auf Holz oder auf Stein schießt, mutwillig, dass dann der Pfeil kaputt ist. Aber uns interessiert natürlich auch einfach mal der Fall, was ist denn, wenn zum Beispiel der Pfeil verbogen ist oder das Red Dot einfach falsch eingestellt ist und man aus Versehen ein paar Zentimeter übers Ziel hinausschießt und der Pfeil danach die Wand trifft. Was passiert in diesem Fall? Es geht also nicht darum, irgendwie zu zeigen, wie tödlich das Ding ist. Ganz im Gegenteil, es geht darum zu gucken, was passiert im schlimmsten Fall mit unserem Pfeil. Kann man den noch verwenden bei einer Holzwand, bei einer Wand aus Stein und auch bei einer Metallwand? Wobei ich glaube, es ist relativ unrealistisch, dass jemand ein Haus mit Pfannen an den Wänden hat. Aber gut. Ja, und das Ganze testen wir heute mit dem 75er Pfund Wurfarm. Der hat einfach den Vorteil, dass wir jetzt wieder jeden Pfeil schießen können und trotzdem eine Menge Power haben. Außerdem habe ich dabei den 90er Bogen für die Pfeile, die 90er Bogen geeignet sind. Und dann haben wir sogar noch den 120er Bogen dabei. Den bauen wir ein, nachdem wir mit den 90er Pfeilen durch sind. Das sind nämlich gar nicht so viele. Und schießen die, wo es geht, dann auch mit dem 120er. Das sind jetzt 12,5 Meter. Also eine, ich würde sagen, Stinger-typische Distanz. Und es kann natürlich jetzt gefährlich werden. Deswegen habe ich mich natürlich sicherheitstechnisch beraten lassen von Dr. Grant Thumb. Schutzbrille im Allgemeinen. Ja, eine Schutzbrille ist sehr sinnvoll. Warum trage ich meistens keine Schutzbrille? Bitte schaut euch das nicht ab. Ich habe halt eine recht große Brille und die passt in der Regel nicht unter die Schutzbrillen. Außerdem habe ich natürlich durch die recht große Brille auch eine Schutzwirkung von den Gläsern. Das heißt, wenn ich eine Brille anhabe, die mich auch schützt, ihr aber kein Brillenträger seid, dann heißt das nicht, dass ihr keine Schutzbrille tragen solltet. Tragt in diesem Fall am besten wirklich eine Schutzbrille. Weil es jetzt heute wirklich hier heikel werden kann, habe ich hier wirklich eine richtige tolle Schutzbrille an. Und ich habe mittlerweile auch eine Schutzbrille mit Sehstärke bestellt, aber die ist noch nicht da. Das dauert noch. Unser erster Testteilnehmer ist Wenefit Mira und wir gehen folgendermaßen vor. Als allererstes schießen wir eine Übungsspitze und einen Bodkin und auch eine Spezialspitze auf das Holz. Im Anschluss machen wir genau das gleiche noch einmal, aber diesmal auf die Steinplatte. Und im Anschluss schießen wir aber dann nur noch den Bodkin und die Spezialspitze auf die Pfanne. Hauen ihn also in die Pfanne. Wenefit Mira bringt leider nicht das Gewicht mit, als dass wir alle Pfeile mit dem 90er oder 120er Bogen schießen können. Wir machen es jetzt so, wir schießen die Übungsspitzen von Xbo FMA und die Bodkins von Wenefit Mira in der 75er Stinger. Und die Spezialspitzen, die Jagd-Bodkins, schießen wir im Anschluss dann mit dem 90er Bogen. Warum schießen wir denn im dritten Durchlauf, also in die Pfanne, keine Übungsspitze? Na, das hat einfach den Grund, ich gehe davon aus, dass die Pfanne mit Abstand der toughste Gegner heute ist. Und da die Übungsspitze wahrscheinlich schon in der ersten und zweiten Phase des Tests scheitern wird, macht es keinen Sinn, hier im dritten Fall auch noch drauf zu schießen. Die Pfanne ist also nur den richtig harten Jungs vorbehalten, also den Bodkins und den Spezialspitzen. Wir starten mit einer Übungsspitze auf das Holz, ein Bodkin auf das Holz, eine Übungsspitze auf den Stein, ein Bodkin auf den Stein und im Anschluss ein Bodkin in die Pfanne hauen. Okay, der blieb stecken. Dann jetzt der Bodkin. Auch der blieb stecken. Nicht schlecht. So, jetzt wird's interessant.
Holz ist durch und wir kommen zu Stein. Okay, der ist da gelandet. Und jetzt kommt der Botkin auf Stein. Hey, nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal, was der Botkin in der Pfanne anrichtet. Okay, dann schauen wir doch mal. Hier liegt unsere Übungsspitze vom Stein und die hat ordentlich einen abbekommen. Eieieiei, ui, die ist ja richtig verbogen. Also, wir haben hier die Übungsspitze und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die kriegen wir einfach genauso wieder raus und könnten die noch ein zweites Mal verwenden. Ja, das sieht gut aus. Jetzt der Botkin. Ich muss den ein bisschen raushebeln. Ja, der sieht auch noch gut aus. So, wo ist jetzt der Botkin, der das Ding zerschellt hat? Ey, shit. Ja, der Botkin hat uns die Fliese zerscheppert. Aber wo ist der Botkin gelandet, ist jetzt die Frage. Da muss ich gleich mal buddeln hier. Machen wir weiter mit der Pfanne. Also, hier ist unser Botkin-Eintritt. Hier haben wir einmal eine Übungsspitze getestet. Und man kann ganz klar sehen, dass die Botkins ja doch recht tief reinkommen. Und auch der Botkin ist hier noch einsatzbereit. Der Botkin ist auch nicht durchgeschlagen. Ja, gut, dass wir eine Sicherheitsbrille aufgehabt haben. Auf der Stirn sitzt sie richtig. In der nächsten Runde setzen wir die dann auch mal auf die Augen. Wir schießen mit 90 Pfund, weil diese Pfeile leider nicht genug wiegen, als dass man den 120er damit bedienen kann. Und diesmal achten wir auch auf die Sicherheit. So. Gut. Dann der erste Schuss auf Holz. Okay, krass. Jo, okay. Aber auch den kriegt man gut raus und der ist im Anschluss noch immer einsatzbereit. Wirklich langlebig. Oha, mal schauen, wie der Pfeil aussieht. Also. Ah, hier ist was. Oh, 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 oh. Wer hätte das gedacht, dass diese doch günstigen Billigpfeile nicht unkaputtbar sind? Also bei Steinen fangen sie an zu leiden. Ja, wer hätte das gedacht? Gut, hier hat sich die Spitze verbogen, der ist rausgebrochen und die Nocke ist weg. Und, ja, hier ist auch noch der Schaft durch. Also alles in allem, der Pfeil ist hinüber. Holz, das steckt dann noch weg. Stein, das steckt er dann nicht mehr weg. So, leider sind uns jetzt alle Spezialspitzen von Winifred Mira flöten gegangen. Das ist doof, das heißt, uns fehlt hier jetzt noch der letzte Schuss. Das wird natürlich nachgeholt, jetzt hier direkt unten. Und da ist das Ziel und wir gehen auch auf um die 10 Meter. So, ja, das sollte passen. Schön ist was anderes, aber gut, es geht ja um die Ergebnisse. Also, so, und Safety First, ganz, ganz wichtig, klar, klar. Die Hybridspitzen von Winifred Mira. Und wir gucken mal, wie die in der Pfanne performen. Oh, okay. Da ist der Impact. Passt perfekt rein, aber ist nicht stecken geblieben. Ja, und der Pfeil an sich ist, ich würde mal sagen, noch in einem sehr guten Zustand. Also ist minimal verbogen. Hier ist ein bisschen, die Farbe hat sich vielleicht verändert. Aber so an sich würde ich behaupten, den kannst du noch mal schießen. Und ja, gucken wir mal. Okay, das ist sogar echt nicht schlecht. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit. Machen direkt mit dem nächsten Teilnehmer weiter. Und das ist heute
Gogan. Und Gogan ist sogar geeignet für den 120er Bogen. Allerdings nur die Spezialspitze. Hier ist der 120er Bogen und den bauen wir jetzt hier ein. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass ich ja hier ein Metallmagazin habe. Und jetzt heißt das, dass wir entweder einen anderen Schnellwechselblock brauchen, nämlich den für die Special Edition, oder wir nehmen uns eine Rändelschraube wie die von der Survival. Dann können wir uns den auch sichern. So, der Wurfarm ist drin, aber wir fangen erst einmal mit den Botkins und Übungsspitzen an. Im Grunde das gleiche Spiel wie eben. Also wieder eine Übungsspitze für das Holz, ein Botkin für das Holz, eine Übungsspitze für den Stein und ein Botkin für den Stein. Und dann noch ein Botkin für die Pfanne. Und Safety first. Und los geht's. Der Übungsfeil von Gogan und der Botkin von Gogan. Ja, gut, die Präzision halt wieder von den Botkins, ne? So, Übungsspitze für den Stein. Okay, und der Botkin für den Stein. Und der Botkin für die Pfanne. Okay, dann schauen wir doch mal. Also was mich schon mal echt wundert, ist, dass so gut wie jeder Pfeil einfach die Fliesen zerschallert. Das hätte ich nicht gedacht. Aber es sind ja auch 75 Pfund, das ist nicht nichts. Gucken wir uns doch mal das Holz an. Also hier alle angehalten. Super. Jo, Botkin halt, ne? Gut, dann gucken wir doch mal. Wir müssen den wieder raushebeln natürlich. Und der ist nicht einmal verbogen. Oh doch, der ist verbogen. Gut, der kann also in die Tonne. Und ich glaube, dann wird das bei dem sehr ähnlich sein. Ja, okay. So. Ja, unser Steinzeug, Feinsteinzeug, ist übel zugerichtet. Das ist schon mal heftig. Hätte ich echt nicht gedacht. Und hier ist unser Botkin fürs Feinsteinzeug. Sag mal, Jörg, hast du die nicht gehärtet? Was ist das dann? Naja, how to make a blunt tip, nicht wahr? Natürlich auch verbogen. Ja, den kannst du auch knicken. Und das ist unsere Übungsspitze für den Stein. Jo, auch ein blunt tip mittlerweile. Und boah, ja, hier kann man sehen, das wird da richtig reingestaucht. Also die Pfeile kannst du danach knicken. So, und hier haben wir den Impact da. Boah, das ist aber auch wirklich ein fieses Ding. Ja, und der Botkin sieht aber gar nicht mal so übel aus. Also der hat es augenscheinlich überlebt, aber er hat einen ziemlichen Knick drin. Also Präzision ist komplett im Eimer jetzt. Oh, und die Spitze dreht sich durch. Naja, okay. Alles in allem bin ich aber trotzdem echt beeindruckt von dieser Power, die der 75er Bogen hier liefert, dass sogar eine Übungsspitze Feinsteinzeug durchschlägt. Wow. Nicht schlecht. So, dann wechseln wir jetzt mal auf den 120er Bogen und dann schießen wir jetzt die Sachsen Warbolts. Nicht, weil ich ein sächsischer Krieger bin. Ich bin weder Sachse noch Krieger. Nein, einfach aus dem Grund, weil die Gogan GmbH diese Pfeile sehr aggressiv als unzerstörbar bewirbt. Und das würde ich ganz gern glauben, aber noch viel lieber würde ich es einfach mal testen. Boah, Sandsturm! Schon wieder Desert Storm. Aber nicht ganz so schlimm wie letztes Mal, ne? Dann jetzt die Sachsen Warbolts. Und natürlich wieder Sicherheit geht vor, weil jetzt wird's übel. So, dann hoffen wir doch mal, dass die Sachsen Warbolts eine bessere Präzision an den Tag legen als die Gogan Botkins. Okay, deutlicher Drop. Also weiter runter. Oh. Oh. Den haben wir versemmelt. Wo ging der hin? Buddeln wir mal wieder. Sachsen Warbolts sind leider nicht die präzisesten Pfeile im ganzen Test.
Dementsprechend treffe ich die kleinen Teile nicht, also hole ich mir kurz eine Fliese. Eine Platte haben wir noch. Der sächsische Kriegsfeil. Erneuter Versuch auf Befeinsteinzeugplatte von Akkord Buchtal. Not bad. So, dann gucken wir mal das Ergebnis an. Also, ja, das Ding hat's zerschellt. Wer hätte das gedacht? Der Pfeil ist übrigens da unten gelandet. Und, ja, oha. Also, ich weiß ja nicht, ob das wirklich unzerstörbar ist. Ich würde sagen, nein. Warum sollte es denn auch unzerstörbar sein? Es sind ja nur Pfeile. Ist doch logisch. Ist absolut logisch. Ich frage mich nur wirklich, wie man darauf kommt, sowas als unzerstörbar zu bewerben. Weil ich weiß, es gibt Leute, die kaufen sich ganz absichtlich extra diese Pfeile, weil die ja unzerstörbar sind. Und dann brauchen sie nämlich auch keine Zielscheibe, sondern können auf Holz schießen. Und die Pfeile gehen niemals kaputt. So, soweit die Theorie. Jetzt gucken wir uns mal an, was denn passiert, wenn man die wirklich auf Holz schießt. Also, ja, die schlagen einigermaßen durch, die beißen sich richtig rein, die müssen jetzt rausgehebelt werden. Uah. So, aber das geht, das geht. So, und der, oh, aber seht ihr auch das? Ja, Spitze und Schaft sind nicht mehr fest verklebt. Aber der Pfeil an sich, ja, der sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick ganz gut aus. Vanes müssen wieder auf jeden Fall in einer Flucht sein mit der Klinge. Aber yo, ne? Absolut nicht unzerstörbar. Und eine Holzscheibe als Zielscheibe würde ich euch nicht empfehlen. Auch nicht mit diesen Pfeilen. Und jetzt auf die Pfanne. So, ich hoffe, ich treffe. Komm, ich gehe näher ran. Das gibt sonst keinen. Und wir gucken mal, wie das Ergebnis ist. Ja, ich habe schon gesucht. Wo ist denn der Pfeil? Wo ist denn der Pfeil? Er steckt noch. Also, wow, was? Okay, krass. Ja, das finde ich schon mal eine reife Leistung. Okay, das Ding hat sich verbogen. Puh. Wer warum auch immer Löcher in Pfannen machen möchte, hätte mit diesem Pfeil auf jeden Fall bis jetzt ganz gute Chancen. Aber auch hier sieht man wieder, dass das nicht unzerstörbar ist. Gut, es ist verständlich, da darf sowas kaputt gehen, aber unkaputtbar ist es nun mal nicht. Und der nächste Teilnehmer ist Jack Archery. Hier wieder genau das gleiche Spiel. Übungsspitzen und Bodkins sind einfach zu leicht für den 90er und logischerweise auch für den 120er Bogen. Dementsprechend erstmal mit dem 75er Bogen und dann auf den 120er. So, fangen wir doch mal an. Die Übungsspitze bleibt stecken. Und der Bodkin. Der Bodkin nicht. Und die Übungsspitze für das Steinzeug. Und wir haben kaum noch Stein für die Tests. Shit. Und der Bodkin für das Steinzeug. Oh. Da ist nicht die Platte kaputt gegangen, sondern der Pfeil. Das hat man bis hierhin gesehen. Wir gucken es uns an. Also, die Übungsspitze. Sie steckt kerzengerade drin. Super. Und die kannst du einfach raushebeln. Pfeil perfekt in Ordnung. So, der Bodkin. Warum ist der nicht eingedrungen? Wo ist denn der überhaupt hin? Da ist er rein und dann aber rausgefallen. Das war vom Bodkin. Der Bodkin ist hier reingeschallert. Hier ungefähr hin und den Bodkin hat es zerschossen. So, und hier haben wir die Übungsspitze. Und die Übungsspitze, ja, die ist hinüber. Also die Spitze an sich. Die Spitze an sich ist hinüber. Der Schaft sieht mir erstmal noch gut aus, aber das bringt natürlich nichts, wenn die Spitze hinüber ist. Ne? Und jetzt kommt die Pfanne. So, das ist wieder ein Bodkin. Nicht stecken geblieben. Dieser Pfeil ist nicht stecken geblieben. Und er ist auch nicht kaputt, würde ich behaupten. Also die Spitze, sieht man, ist angetatscht, die ist nicht mehr neu.
Was erwarteten wir denn hier? Wir schießen auf eine fucking Pfanne. Ist doch klar. So, und jetzt wird's interessant, weil jetzt kommen die Spezialspitzen. Fast 13 Gramm, zumindest wurden die so beworben. Tatsächlich landen die bei 11 und teilweise 12. Die nehmen es nicht ganz so genau mit dem Gewicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen auf über 11 Gramm. Dann können wir so im 120er Bogen schießen. Und dann macht es also richtig Spaß. So, mit 120 Pfund. Da bin ich dann mal gespannt. Und los geht's. Okay. Ui, die schlagen also sehr tief ein. Yo. Dann hoffe ich doch mal, dass ich durch genug Vorhalten auch den Stein treffe. Und jetzt ging er kerzengerade. Sein Ernst? Gut, dann noch ein. Ja, die Dinger waren nicht im Präzisionstest. Also ich habe den Pfeil wiedergefunden. Der Holzpfeil, der ins Holz gehen sollte, der ist auch sehr interessant. Den müssen wir uns gleich mal anschauen. Aber jetzt noch einmal eine Wiederholung mit den Steinen. Alter! Was sollen dies? Und das ist das, was ich meinte. Spätestens im Stock- und Steintest wird man dann Rückschlüsse über die Präzision ziehen können. Und die sind teilweise echt nicht so gut. So, ich gehe was näher ran, dass ich den Stein auch treffe. Junge! Dieser scheiß Pfeil, was ist denn los? Also dieser Pfeil hat einen massiven Rechtsdrall. Bleibt nichts anderes übrig, als einfach massiv jetzt links vorzuhalten. Okay. Treffer! Hey, endlich! Nach Versuch Nummer 4. Wow. Das nenne ich präzise. Also die Sinnhaftigkeit dieser Pfeile erschließt sich mir nicht. Ein Pfeil machen, der auf Teufel komm raufs tödlich ist und da nichts trifft. Warum? Macht für mich keinen Sinn. Aber gut. So. Das war unser Holzpfeil. Der ist hier rein. Und ich muss echt sagen, das finde ich mal krasser als das bei Gogan. Um ehrlich zu sein. Und hier dreht sich auch die Spitze nicht. Das ist also gar nicht mal verkehrt. So, und unser Steinpfeil, das ist der, oh, der hat die Spitze zerfetzt. Ja, die Spitze. Unkaputtbar ist auch der also nicht. Aber glücklicherweise haben wir noch ein Exemplar für unseren Pfannentest. Und ganz ehrlich, nach diesem Ergebnis ins Holz, glaube ich, dass der hier ganz gute Chancen hat. Also es geht nicht darum, dass er die Pfanne durchschlägt, sondern es geht darum, dass er in der Pfanne stecken bleiben kann, und man den danach rausziehen kann. Das ist meine Hoffnung. So. So, dann wieder den massiven Rechtsdrall berücksichtigen. Diese Pfeile, ne? Ich finde es ganz schlimm, ganz, ganz schrecklich. Die wiegen alle unterschiedlich. Dadurch fliegen die alle unterschiedlich. Der eine fliegt viel zu hoch, der andere viel zu tief. Die fliegen einfach, wie sie wollen. Und nicht, wie ich will. Das ist aber schlecht. Heute mehr gebuddelt als geschossen. Ah, hier ist eine Spitze. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn und er ist komplett eingesaut. Ich mach den mal gerade sauber. Und ein erneuter Versuch. So, endlich haben wir getroffen und dann gucken wir doch mal, wie es aussieht. Gut, wir haben getroffen. Wo
Ich würde sagen, da. Aber der Pfeil, wo ist der? Keine Ahnung. Der ist weg. Beim Aufräumen habe ich den Pfeil gefunden und so sieht er aus. Also ja, er hat eine deutlich verbogene Spitze. Also man sollte den auf gar keinen Fall noch einmal schießen. Und damit ist der Teilnehmer Yak Archery nun auch durch. Und wir würden jetzt eigentlich mit Steambow weitermachen, aber die Folge ist jetzt schon wieder viel zu lange geworden. Deswegen wird das Ganze ein Zweiteiler und Teil 2 seht ihr dann nächste Woche. Und da starten wir dann mit dem Teilnehmer Steambow. Klick auf jeden Fall auf Abonnieren und abonniere die Glocke, um das nicht zu verpassen. Und für jetzt kannst du mir schon mal in die Kommentare schreiben, wie du diesen Test fandest, ob du ihn überhaupt für sinnvoll hältst. Ich finde ihn ehrlich gar nicht mal so sinnvoll, aber ihr habt es euch gewünscht. Und deswegen bekommt ihr, was ihr euch gewünscht habt. Hat mich riesig gefreut, dass du wieder dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier dabei bist. Hier bei MAG. Modern Archery Germany. Es ist ein Outro und ich würde mal eben eine Runde schießen. Aber nicht irgendetwas. Kann man sehen, was das hier ist? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht seht ihr es, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Seht ihr das? Das ist kein Polymer. Das ist eine Metallstinger mit Metallmagazin und einem Metallgrundkörper. Wir gucken uns das Ding noch genauer an. Es wird noch ein einzelnes Video dazu geben. Aber ja, ich muss jetzt erstmal testen. Einfach mal testen, wie sich das anfühlt. Oh, Red Dot ist aus. Nochmal an. So. Also das Schießgefühl ist herrlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Mega. Einfach richtig geil. Richtig schön, schwer im Anschlag. Sitzt ruhig da. Absolut geil.